Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. Boom. So wie in der letzten Folge, ne? Also komisch irgendwie. Immer regnet es und donnert es irgendwie, wenn wir hier anfangen. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich das hier hinten entwickeln möchte. Eigentlich müsste das ja... Guck mal, wir haben gar keine Attraktivität hier. Warum denn nicht? Warum bist denn du null attraktiv? Kann ich das hier nicht irgendwie... Das Fruchtbarkeit, Attraktivität. Okay, mal minus 4%. Minus 16. Weil wir hier zu nah dran sind? Wahrscheinlich, ne? Haben wir denn woanders noch Sand? Frag mal hier für den Freund. Hier haben wir eine Sandgrube. Wollen wir die umsetzen? Kann ich noch nicht mal verschieben. Gerberei. Das ist ja mal eine Sache, ne? Dass es hier so unattraktiv ist, das Ganze. Unattraktiv. Auch Wörter, die das Leben schöner machen, ne? Guck mal, hier haben wir richtig, richtig geilen Tobak. Also wenn das hier nicht teilweise mega schön ist. Warum du hier nicht mega schön bist, das entfällt mir auch total. Eikundhaus. Grundbedürfnisse, Brennholz. Das ist hier für die Wasser, Zugang sauberen Wasser. Oh, Wasser haben wir ja kaum. Warum haben wir hier kein Wasser? Also hier ist doch Wasser. Ach, man kann die Brunnen auch verbessern? Okay. Ja, hätte ich das gewusst. Ey, das tut mir aber jetzt so ein bisschen... Nur ein bisschen. Ein bisschen leid. Hätte ich ja nicht gewusst, ne? Also ist wirklich so. Gekicht. Wo haben wir denn noch Brunnen? Hier oben haben wir noch einen Brunnen. Wir hinten keinen Brunnen mehr? Hier für euch ist kein Brunnen weiter da? Nur hier hinten, ne? Ah, der muss ja noch hier ein bisschen Sonder haben, oder? Der hat hier noch Wasserkapazität, ist genug hier. Denn weiß ich ja auch immer, warum hier nichts vorwärts geht. Die haben alle Durst. Die verdursten hier bei mir. Guck mal, der hat schon wieder nur noch 9, ey. Das ist ja nichts. Baut die mal schneller. Wenn ich noch einen Brunnen finde, muss ich den aber auch dann schnell machen, ne? Dann brauche ich doch hier oben noch einen Brunnen hin, oder was? Hier so rein. Warum habt ihr euch jetzt gefreut? Ihr freut euch, wenn ihr einen Brunnen kriegt? Naja, denn... Dann ist es halt so, ne? Dann freut euch mal. Gerne, gerne. Immer wieder gerne. Nur für euch. So. Aber das siehst du ja, wenn wir die ja fertig haben, ist das ja auch richtig geil. Ich habe ja nicht gewusst, dass man die ja aufrüsten kann. Ne? Hier, der Markt, den können wir auch schon aufrüsten. Der macht dann mehr Einnahmen und verbessert alles eigentlich so drumherum. Wird auch gut, dann können wir das hier schon mal ein bisschen machen. Vielleicht freuen sie sich ja ein bisschen. Ne? Unsere guten Einwohner. So, sonst so hier, da fehlt ja immer noch Honig, wie auch immer. Braut Bier, braut Bier, braut Bier. Jetzt kommen sie schnell wieder. Komisch, ne? Ach ne, nein, ich will nicht entfernen. So, wie sieht's denn bei dir aus? Weil du lagerst ja hier, du lagerst viel.
Dann will ich dich mal verbessern, wenn du viel lagerst. Dieses Gebäude ist voll. Ist aber ein bisschen Blödsinn, ne? Du sollst ja gar nicht voll sein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wozu ich eine Schatzkammer habe. Immer noch nicht. Ich kann 25.000 hier reinmachen, ne? Aber irgendwie lagern wir überall Gold, außer in der Schatzkammer. Aber vielleicht sollte ich das mal unterbinden. Vielleicht sollte ich wirklich nur sagen, okay, in den oder in den wird das hier reingemacht. Weil hier ist ein Stapelplatz, das geht ja noch. Achso, da kann ich jetzt gar nicht reingucken. Dann muss ich das echt unterbinden, das ganze Thema. So wird es nämlich wahrscheinlich sein. Achso, die werden alle ausgebaut. Jetzt komme ich noch nicht mal daran hier, ne? Weil hier, ihr lagert ja kein Gold, ne? Nö. Lass mal nein sagen. Ja, hier die auch nicht lagern. Finde ich total blöd von euch. Du lagerst auch kein Gold mehr. Auch kein Eisen mehr. Ja, doch Eisen könntest du noch lagern, aber nicht so viel zumindest. Weiß nicht, warum da draußen steht da. Das Gebäude der Vernichtung. Ein fundamentales, geiles Kunstwerk. Von dem man noch später in Äonen von Jahren von zehren kann und sagen kann, boah, das ist ja mal geil. Zumindest habe ich es mir so vorgestellt. Nee, Hauptsache hier wird auch nichts gelagert. Ja, dann kann man echt so sagen, okay, das bringen wir alle von A nach B über C und dann ist das gut. Guck mal, hier wird richtig viel gelagert. Den können wir dann auch schon verbessern. Wenn er sagt, er zuerst da fast schon über, dann würde ich hier oben ja eigentlich noch ein Rübenkellerchen hinmachen, ne? Oder eigentlich schwierig. Jetzt nochmal Lager. Weil so machen kann der ja fast alles, ne? Hier nur ein Rübenkellerchen. Den können wir seitwärts packen. Würden die sich denn besser finden, wenn ich hier die Straße auch verbessern würde? Ich weiß ja nicht, inwiefern die das hier so ein bisschen einschränkt. So würde ich mich ja auch mehr freuen, wenn das hier, sie hier ein bisschen größere Häuser bauen würden. Wie viel haben wir denn jetzt schon geschafft? Oh, 7 schon geschafft. Das ist gut. Bei dir ist auch, aber dir fehlt immer Töpferware und Kerze. Das ist echt selten, ne? Also Kerzenwerkstatt. Und auch Töpferware. Ich weiß gar nicht, wo die war. Die Töpfer, ah, hier. Töpferware gibt es ja gar nicht, dass da so viel fehlt. Es waren nur 16 Arbeiter. Was sind meine Korbflechte eigentlich? Haben wir denn? Aber wir haben kein Lager oder so. Hm. Kann
Können wir jetzt schon sehen, dass hier in der Schatzkammer ein bisschen mehr drin ist? Oh! Wir haben 9 eingelagert hier. Es ist der Heidewahnsinn. Es ist einfach nur der Heidewahnsinn, dass hier so viel passiert. Cool. Wir füllen hier mal ein bisschen nach oder gucken zumindest, was wir nachfüllen können. Also ich glaube nicht, als allgemein Töpfer waren uns fehlen. Hier würde ich gerne noch ein bisschen abgeben. Dass wir sagen, 42 ist okay. Seife ist natürlich ein bisschen schlecht, wenn wir gar keine haben oder sowas. Töpferware ist 50, das können wir auch so behalten. Sonst haben wir noch hier Sand ohne Ende und Talg ohne Ende. Talg werden wir aber noch brauchen, wenn es hier gleich ein bisschen losgeht. So, wie gesagt, die Seife verkaufe ich auch nicht. Das verkaufe ich nicht. Wir machen mehr Bier. Ne? Es ist hier sehr viel Bier. Ich weiß nicht. Aber die brauen doch Bier. Ich weiß nicht, warum da steht keine Unterhaltung. Ob hätte ich hier gedrückt, so Art. Pass mal auf. Oder kommt ihr nicht dahin? Guck mal, er macht hier. Im letzten Jahr produzierte Gegenstände. Das wird hier verkauft. Und dann wird das da gekauft. Hier so nochmal eine Kneipe. Hier so das gleiche. Hier ist so alt gut. Ich weiß nicht, was euer. Verstehe ich nicht so richtig. Kann ich nicht nachvollziehen. Aber muss ich wahrscheinlich auch nicht, ne? So, die sind ja schon Stufe 2. Dann könnte man eigentlich hier oben denn auch noch sagen, ey, pass mal auf, das und das, ne? Der ist eine Kerze und 3 Nahrungsarten. Ja, jetzt haben wir Winter. Da gibt es jetzt nicht 3 Nahrungsarten. Da müsst ihr jetzt mal ein bisschen klarkommen. Das ist dann eben halt so. Wir können auch eine Dekoration hier reinklatschen. Eine mittlere Statue. Großer Park. Oh, das ist ein mega. Das ist wirklich ein richtig großer Park. Ist ja hier so ein Schrein wie draußen, oder was? Ich jetzt hier wieder so eine große Figur da reinsetze. Alter Schwede, ey. Könnte schon wieder hier so was reinklatschen, ne? Das macht ja kaum Unterschied, ne? Ja. Ist egal. Wir haben ja noch das Geld. Und dann können wir hier das mal so ein bisschen machen. So, den wollten wir auch verbessern. Wie sieht es hier aus eigentlich mit unserem Korbflechter? Wir haben ja hier so ein. Ja, also hier, ja, Fässer. Ihr macht hier noch Fässer, ne? Gut. Das ist wichtig. Sehr, sehr wichtig. Und die Körberei. Solange wir ja nichts im Lager haben, ist das eigentlich voll für den Arsch. Aber da wird so bestimmt denn im nächsten Update, also wird es ja auch mehrere Tiere geben. Das wird ja jetzt nicht nur sein, dass wir nur ein Tier haben, sondern der immer irgendwas wieder dazukommen. Kann ich mein Feld noch dimmen mit irgendwas? Da nicht. Hier oben hatten wir, hier hatten wir auch noch einen. Aber die sammelt extrem langsam. Und du hast auch nichts, ne? Nee. Ja, dann ist es so. Dann werden wir jetzt hier unsere Tiere schlachten. So. Was heißt denn gesund? Zerlegt Fleisch. Zerlegt Fleisch. Das ist lecker.
Das hören wir gerne, ne? Mit Konserven wäre das natürlich ein bisschen einfacher alles. Aber müssen wir jetzt alles eigentlich in Käse herstellen, oder? Eigentlich auch nicht. Du bist da, ne? 900 Käse. Reicht denn ja auch. Okay. Im letzten Jahr produziert. Goldbahn. Ja, wir machen jetzt das Gold einfach so. Wir haben ja jetzt hier auch die Glasmacherei. Die braucht Sand und Kohle. Okay. Okay. Aber es kam schon wieder kein Überfall. Und somit Sie sehen, ist das eigentlich ganz gut, ne? Und Jungs, Mädels, wir haben keinen Platz für Nothing. Also wenn ihr jetzt meint, hier noch zu bumsen, wie die Kessel flicker, dann ist das nicht so gut, weil ich habe keinen Platz mehr. Und ich will hier auch keinen Platz mehr bauen. Die sollen aufhören zu bumsen, Schatz. Nix bumsi, ne? Böse. Manchmal habe ich Angst vor ihr. So. Dann los. Gibt's Essen? Okay. Das hört sich gut an. So, mit Holzmäßig sieht es ja hier auch so. Okay, wir können die Holzproduktion wieder ein bisschen hochfahren. Wenn wir mal 3 zu 1 Holz machen. Hier auch dann so. Naja, oder 4 zu 1, ist egal. Damit wir das mal wieder ein bisschen herstellen können. Das wäre eigentlich ganz wunderbar. Ja, und die natürlich, es wird schwierig, wenn du sagst, okay, der Standort ist pillepalle hässlich. Hier ist er ja wenigstens ein bisschen hübsch, aber der hier hinten ist ja anscheinend richtig, richtig hässlich. Wir haben auch kein Lager in der Nähe. Und ich glaube, im Markt hier, der noch hier ein bisschen gebaut wird, an denen ist noch, naja, wir haben kein... Ja, da sehen die alle durch. Ja, es liegt ja gar nicht daran, dass wir hier keine haben. Es liegt ja daran, dass wir kein Stück Baum haben. Deswegen würde ich sagen, wir holzen das hier hinten ab. Und hier vorne auch noch ein bisschen. Denn vielleicht macht das denn noch allmählich Sinn. Das Ganze. So, da können wir mal vorspulen. Ich hoffe jetzt nicht wieder zum Neujahr kommen irgendwelche, die sagen so, ey, geile Stadt, darf ich rein? Nö. Einfach nur nö. Neues Jahr. 4 Nutztiere sind geboren worden. Sehr schön. Und vielleicht floriert das denn jetzt hier so ein bisschen. Aber man sieht hier, wie sie... Ne, ihr holt keine Bäume. Ah, die hacken doch so ein bisschen. Ja. Nimmt die Bäume und verbrennt sie. Seht zu, dass die Welt ein wenig gasiger wird. Wir die erste Verschmutzung hier überhaupt machen, ne? So, und wenn ein Händler da ist, ist es immer Zeit, ein bisschen runterzudrehen. Weil wir können ja ein paar Geschäfte machen. Aber ich sehe schon, der will... Naja, Körper haben, die wir nie haben. Aber der will Töpferwaren haben. Das ist gut. Ne, Quatsch. Muss er verkaufen. Hier muss ich klicken. So, du kannst alle haben. Gerne. So, und sonst willst du einfach nur nichts. Wir hätten hier normale Werkzeuge noch. Die bräuchten wir wirklich mal. Ich klicke mal falsch, ne? Also mal 20 Stück ist eigentlich ganz gut, ey, ne? Wenn wir 20 mal im Lager hätten.
Ja, und der Rest eben denn leider nicht so, ne? Wir haben keine Streitkolben, wir haben nichts, wir haben nothing. Das ist ein bisschen doof. Aber jetzt haben wir einen zweiten Händler. Und der sagt, was? Dass du Onyx haben willst. Mann, ey. Der will nur drei Sachen haben? Seid ihr doof? Warum seid ihr denn so doof? Nee, für das hier halt nicht. Nee. Da können wir jetzt nicht mit konkurrieren. Das ist denn eben halt so. Und dann werden wir das auch nie ändern. Schade eigentlich. Hier hinten hätten wir noch einen, den wir hier so ein bisschen noch irgendwann mal höher machen könnten. Weiß gar nicht, sieht man das denn, dass der eine doch war, der ist ein bisschen kleiner. Ist hier der große Ausgebaute? Wahrscheinlich schon, ne? Ich weiß das nicht so richtig. Ich weiß nicht, ob wir zu viel gebaut haben. Und wenn wir den jetzt hier so sehen, wir haben ja hier noch einen, der... Eigentlich, wenn wir den haben, brauchen wir den ja nicht, ne? Den könnten wir da hier wegmachen, oder? Und der erreicht ja den hier und der hier erreicht das, was wir eh nicht brauchen. Oder bist du ein Haus? Das ist die Kneipe. Der ist total überflüssig. Den machen wir mal einen Rückbau. Gib mal vielleicht ein paar Ressourcen. Muss ja auch nicht so viele haben, ne? Mal der hier, das macht ja alles irgendwo Sinn. Hier ist nichts drin. Und hier haben wir... Sieht aus wie zweimal. Achso, das sieht man denn, was denn vergrößert. Wow. Wow. Junge, Junge, Junge. Wird das hier groß? Das kann nicht so gedenkt, ne? Aber ich würde ja auch nicht glauben, dass wenn ich hier 20 Kühe für die ganze Menge an Leute zur Verpflegung halten kann. Also, ne, dass wir milchmäßig da total gedeckt sind. Dann wenn wir so gucken, Milch haben wir ja eigentlich immerhin noch, oder was? Was haben wir auch genug? Hier. Milch haben wir gar nicht mehr genug. Hört einfach nehmen, was ich gesagt habe. Milch brauchen wir. Wir brauchen Milch. Ohne Ende. Und sonst haben wir jetzt hier mit den Holz auch wieder sehr gut mitgekriegt. Ich glaube, wir haben 4 und 4. Weiß nicht, da müssen wir uns auf jeden Fall nicht so verstecken, ne? So, bei denen. Ach, fehlt denn nur noch, dass wir da haben. Und ihnen fehlen dann wirklich noch ein paar Prozente. Das heißt, hier müssten wir dann was Schönes mal hinbauen. Dass er hier sagt vielleicht, ey, pass mal auf, das ist besser, wenn das so hier ist, ne? Aber wie sieht es denn aus, wenn wir das hier einfach mal so ein bisschen begradigen hier hinten? Können wir da mal ein bisschen Manpower machen? Und dann müsste das doch hier gut sein, oder nicht? Gehe ich mal davon aus. Was ist jetzt hier los? Erstattung. Dienste, Soldaten, Unterhaltung. Wir haben keine Einnahmen mehr. Weil ich jetzt den einen hier wirklich abgerissen habe, das glaube ich ja kaum. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Erstmal Minus, ne? Seit Ewigkeiten. Wird er jetzt hier gerne noch ein Händler, den ich nicht sehe, irgendwie noch begeistern können, aber kriegen wir wohl nicht. Sonst hätte ich hier noch die Straße gerne verbessert und hier noch. Die wird ja hier schon verbessert, ne? Ja. Achso, alle werden verbessert. Gut, alle außer die, die ich decke. Ist denn nur noch eine Frage der Zeit? Und ist der nächste Händler oder haut er ab? Das ist Händler Nummer 1, der abhaut. Naja, denn hau mal ab. Dann geh deine Wege. Ist okay. Wenn du meinst, mich so zu behandeln, ein junger Padawan, dann ist das so. So,
Und jetzt wird neue Dorfbewohner geboren. Mit Namen Pineus. Du kleiner Lausbub. Wie alt sind denn hier eigentlich alle? Wenn ich dich hier so anklicke, du bist 59. Du bist schon ein Greis. Du bist 74, trägt Wachs zusammen. 74? Aber macht wenigstens was, ne? Kann man kaputte Werkzeuge nicht dingsen? Nicht reparieren? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber zumindest ist gut, dass wir die Brunnen jetzt so hoch haben. Und 24 Dorfbewohner haben die Schule absolviert. Ist auch mal vorteilhaft. Wir merken die wenigstens, dass die Schule sich denn doch irgendwie lohnt, ne? Mit den drei Nahrungsarten ist so eine Sache, ne? Wieso kriege ich denn nicht drei Nahrungsarten? Ach, weil ich jetzt keine Früchte habe. Ja, aber wenn ich die denn ordentlich einlager könnte, dann wäre das ja auch eigentlich geil, ne? Und was kriegst du noch zusammen pro Jahr? 64 Beeren. Weiß ich nicht, ob das noch Sinn macht hier mit dir. Ich sage 64 Beeren. Nee, ich glaube, das macht keinen Sinn. Dann werde ich dich mal. Aber könnte ich ja verschieben, ne? Naja, ich weiß nicht. Auch nicht so viel, ne? Hier haben wir ein paar Eier, aber sonst nichts. Ich glaube, wir machen das denn hier so. Dann haben wir noch die Wurzeln, die da mit rauskommen. Also sonst ist ja auch nicht so. So. Und ich sage jetzt Tschüssi. Sehen uns beim nächsten Mal und hoffen, dass die Metropole immer größer wird. Wir eines Tages sagen können, Rom noch nie gehört. Wir kennen nur Sioni City. Irgendwie hört sich total geil an. Auf jeden Fall, aber ne, so ungefähr soll das werden. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.